Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Civilization 4 mit mir, Puck. Das wird mein zweites Let's Play werden mit dem Schwerpunkt der Spezialistenwirtschaft oder auch Specialist Economy genannt. Das heißt, das erste Let's Play, was ich auch unter einem gewissen Schwerpunkt durchführen werde, um diesen Teil des Spiels etwas genauer zu erläutern. Wie man schon unten erkennen kann, habe ich verschiedene Quellen benutzt, Beyond the Sword Reference Guide, civwiki.de und auch eigene Bilder aus Beyond the Sword, also aus dem Spiel selbst. Was ich noch vorwegschieben möchte, ist, eigentlich hatte ich eine PowerPoint gemacht und dachte, ich könnte die kommentierenderweise irgendwie vorstellen. Leider hat Fraps das nicht so ganz gefallen, deswegen musste ich über einen kleinen Umweg gehen und das Ganze jetzt ohne Animation zu Video bringen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm und ich werde auch trotzdem das Ganze nochmal als PDF-Datei zur Verfügung stellen für die Leute, die das nochmal in Ruhe nachlesen wollen oder als Nachschlagewerk haben möchten. Fangen wir doch einfach mal an. Wie gesagt, rechts oben nicht wundern, das Ganze ist jetzt mit dem VLC-Player einfach als Video abgespielt, deswegen muss ich jetzt leider die Wiedergabe- und Pause-Taste rechts oben in Kauf nehmen als gegeben. Gut, kommen wir wieder zum Thema. Was spielt man eigentlich meistens in C4? Die meisten spielen eine CE, also eine Cottage Economy, mit ein paar mitlaufenden Spezies. Diese mitlaufenden Spezies, ob die jetzt vom Computer selbst eingestellt sind oder vom Spieler selbst, ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall setzt man auf Hüttenwachstum und Kommerzmodifikatoren. Dazu habe ich unten dann auch dieses kleine Bilderschema dargestellt. Ganz links sieht man noch die Hütte, die man am Anfang baut. Sie wirft einen Basiskommerz ab, ohne Fluss, ohne alles. Dann wird das Ganze nach einer gewissen Rundenanzahl, die nach Geschwindigkeitsgrad unterschiedlich ist, zu einem Weiler mit zwei Goldertrag, also Basisgoldertrag oder Basiskommerz. Dann wieder nach einer gewissen Anzahl Runden wird es zum dritten Bild einem Dorf mit drei Basiskommerz und einer Gemeinde mit vier Basiskommerz. Natürlich wird eine Cottage Economy, also Hüttenwirtschaft, auch besser mit der Zeit, welche Staatsform man annehmen kann, zum Beispiel Emanzipation oder auch Meinungsfreiheit, allgemeines Wahlrecht als Beispiel. Aber das Thema ist jetzt natürlich Spezies und das wird jetzt auch der Schwerpunkt sein, auf den wir als nächstes eingehen. Nämlich, was sind Spezies und was ist der Unterschied? Relativ simpel. Statt die Hütten zu belegen, was wir machen müssen, damit die sich auch weiterentwickeln zu Weilern, Dörfern, Gemeinden, was lange Zeit dauert, stellt man Spezialisten ein. Diese können, je nachdem welchen Typus man einstellt, forschen, Geld erhandeln, spionieren und auch vieles mehr. Jetzt kommt die Krux in der ganzen Sache. Während man Hütten einfach bauen kann, ab der Technologie Keramik, muss man für die Spezies entweder spezielle Gebäude in der Stadt stehen haben oder eine Staatsform angenommen haben, damit man sogenannte Slots oder auch Plätze für Spezialisten freischalten kann. Und natürlich ist man abhängig von der Nahrungslage, denn es gilt die schöne Grundregel, ein Spezialist ist gleich zwei Nahrung. Was man dazu sagen muss, eine Specialist Economy, wie habe ich schon unten drunter nochmal in dem Kästchen wunderschön geschrieben, ist nach einem relativ zähen Start eine sehr starke Economy, gerade am Anfang, und man kann vielen davon ziehen. Aber später wird die Kurve der Cottage Economy, also der Hüttenwirtschaft, steiler und sie schließt entweder auf mit der Specialist Economy oder überholt sie sogar. Welche davon im Late Game wirklich stärker ist oder etwas schwächer ist, da streiten sich noch Leute drum. Aber im Endeffekt sollte man diesen Technologievorsprung, den man sich früher arbeiten kann, auch nutzen. Und man kann auch noch etwas umswitchen mit der Zeit, von daher geht das alles noch. Kommen wir erstmal zu dem Thema, was für Spezies gibt es denn eigentlich? Der Bürger, der steht einem immer zur Verfügung, der ist ganz oben zu sehen. Das heißt, den kann man jederzeit einstellen. Er gibt einem auch nur einen Basishammer und zählt nicht auf die Geburtenrate für große Persönlichkeiten. Was ihn etwas, naja,
ich will nicht sagen obsolet macht, aber nur in verzweifelten Momenten, wenn man wirklich den einen Hammer braucht, würde man ihn einstellen. Dann bei dem Händler habe ich das extra nochmal markiert. Das gilt natürlich für jeden der weiteren Spezialisten, die unten kommen. Sie haben eine 3 Punkte Geburtenrate für große Persönlichkeiten. Das hat man im ersten Let's Play schon gesehen. Dieser kleine gelbe Balken, der sich rechts unten im Stadtbildschirm befindet, der füllt sich von Runde zu Runde etwas mehr. Und in diesem Fall zum Beispiel mit 3 Händlerpunkten, wenn man davon einen eingestellt hätte. Und daraus, aus diesen Punkten, die man jeweils investiert in Händler, Ingenieure, Künstler und so weiter, ergibt sich dann auch eine Gemengelage, aus der sich dann am Ende auch per Zufall berechnet, was für einen Spezialisten-Spezi man rauskriegt. Dazu komme ich dann später und spätestens im Spiel noch einmal dazu. Was man rechts noch wunderschön erkennen kann, sind die Gebäude, die man benötigt, um diese Spezialisten einzustellen. Zum Beispiel für einen Händler kann man entweder einen Krämer, Markt oder Wall Street nutzen. Natürlich auch respektive die Spezialgebäude, Apotheke für Persien und Forum für Rom. Soweit, so gut. Das gleiche gilt natürlich auch für alle weiteren Spezialisten. Worauf ich jetzt noch eingehen möchte, ist natürlich der Ingenieur. Ingenieure sind eigentlich sehr nett und sehr begehrt, weil man damit sehr viele Wunder gerade am Anfang beschleunigen kann, wenn man dann einen großen Ingenieur bekommt später. Das heißt, diesen Ingenieur, da muss man schön drauf achten, den kann man meistens entweder nur durch ein frühes Wunder, dazu komme ich noch, oder durch die Schmiede einstellen, wie man auch rechts daneben sieht. Alle anderen Gebäude wie Fabrik, Montagewerk und so weiter und so fort kommen wirklich erst im Late Game. Gut, wie man auch sehen kann, jeder dieser Spezialisten, die unten aufgeführt wird, Ingenieur, Künstler, Priester, Wissenschaftler, haben alle verschiedene Stärken, verschiedene Schwächen. Und natürlich kann man auch da noch unterscheiden nach verschiedenen Strategien, die man fahren kann. Zum Beispiel kann man mit einem Spion, den man aus der großen Mauer bekommt. Die große Mauer ist wieder ein Weltwunder, was automatisch Spionpunkte generiert. Kann man eine Spionagewirtschaft machen. Aber das wäre dann wieder ein komplett eigenständiges Thema. Machen wir erstmal weiter. Gut. Wie schon eben erwähnt, der schöne gelbe Balken rechts unten in dem Stadtbildschirm ist die große Persönlichkeitenleiste. Und wenn die gefüllt ist, kriegt man eine große Persönlichkeit in der darauf folgenden Runde. Und je nachdem, was man vorher eingestellt hat und was für Weltwunder man in der Stadt stehen hat, entscheidet sich dann halt auch prozentual, welches dieser großen Persönlichkeit man bekommt. Und jeder dieser großen Persönlichkeiten hat natürlich verschiedene Fähigkeiten. Die speziellen Fähigkeiten eines Händlers sind zum Beispiel eine Handelsmission machen zu können. Die sind je nach Geschwindigkeit und Größe der Karte ein gewisser Sockelbetrag an Gold. Und dann natürlich noch Entfernung zur Stadt, wo er hingeschickt wird, wo er die Handelsmission durchführt. Den Großingenieur hatte ich schon angesprochen. Mit ihm kann man ein Wunder rushen oder auch einfach nur ein Gebäude, wenn man es denn möchte. Wobei bei normalen Gebäuden das meist etwas verschwendet ist. Um einen gewissen Produktionsschub in der Stadt zu bekommen. Bis zum Mittelalter reicht das eigentlich fast für alle Weltwunder aus, um die einer Runde zu bauen. Gerade bei den Ingenieuren mit der Schmiede oder auch falls man noch ein anderes Weltwunder dazu bauen kann, ist es sehr schön, wenn man sich diesen Pool, das heißt den gelben Balken, sauber halten kann, dass man da nicht noch eventuell Künstler, Propheten oder andere Spezialisten einstellt, sondern auch lieber 10 Runden länger wartet auf diesen Spezialisten, den dafür aber garantiert bekommt. Gerade bei einem Ingenieur ist das eigentlich essentiell, spätestens wenn man auch eine KG gründen will. Gut, ein großer Künstler an sich kann eine schöne Kulturbombe zünden. Kulturbombe ist jetzt erstmal
ein relativ plastischer Begriff. Im Endeffekt kann man damit direkt und instant Kultur erzeugen um eine Stadt. Das hängt auch wieder ab davon, welche Geschwindigkeit wir spielen, wie groß diese Kultur ist, die erzeugt wird. Das heißt, damit kann man auch Grenzkämpfe oder Grenzkulturkämpfe relativ schnell entscheiden. Ansonsten sind große Künstler eigentlich nur erstrebenswert für die Erzeugung von goldenen Zeitaltern oder auch, wenn man den Kultursieg anstrebt. Große Militärausbilder sind wiederum etwas anderes. Sie werden nicht durch den Balken rechts unten erzeugt, sondern durch Kampferfahrung. Das heißt, man muss immer Gegner bekämpfen, wohlgemerkt Gegner, nicht Barbaren, um XP zu sammeln, und diese XP wird dann auch auf einen Kampfbalken angerechnet, wenn man so will. Und da bekommt man dann auch in gewissen Abständen einen großen General. Mit diesen kann man entweder an eine Einheit anschließen, das ist sehr schön, die bekommt dann einen sehr hohen XP-Bonus und kann auch spezielle Beförderungen erhalten. Oder man siedelt ihn an einer Stadt an, dann bekommt die Stadt einen XP-Bonus von plus 2 Erfahrungspunkten für jede Einheit, die aus dieser Stadt gebaut wird. Und im späteren Spiel kann man auch eine Militärakademie damit bauen. Das setzt aber andere Technologien noch voraus. Damit kann man dann in dieser Stadt auch schneller Militäreinheiten produzieren. Man sieht schon relativ vielseitig, aber auch natürlich nur für Leute, die Krieg führen, überhaupt anzustreben, diese großen Militärausbilder oder Generäle. Große Propheten können die heiligen Tempel für ihre respektiven Religionen erzeugen. Das kann sehr, sehr nett sein, vor allem wenn die Religion noch weit verbreitet ist. Dann bekommt man nämlich für jede Stadt, in der diese Religion verbreitet ist, noch ein Gold extra. Große Spione habe ich schon eben einmal erwähnt, damit kann man eine Spionagewirtschaft aufziehen. Das ist nur wiederum ein eigenes Thema für sich. Wie man das genau macht, ich muss gucken, ob ich dafür noch ein eigenes Let's Play mache, weil das eine für mich persönlich relativ stressige Sache ist. Aber gucken wir mal. Allein schon, um zu zeigen, wie mächtig große Spione sein können, wäre es eigentlich wert. Kommen wir eigentlich zu dem zweiterstrebenswertesten nach dem großen Ingenieur, die großen Wissenschaftler. Man sieht schon, sie können einen sehr hohen Wert von Forschung noch erzeugen. Und vor allen Dingen, sie können eine Akademie bauen. Eine Akademie gibt einen relativ großen Forschungsbonus, den man eigentlich mitnehmen sollte in der Stadt, wo sie gebaut wurde. Des Weiteren sind große Wissenschaftler auch sehr nett, wenn man gewisse Technologie blubbern will oder bölben will oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Da bieten sich dann zum Beispiel Technologien wie Astronomie, Bildungswesen oder auch Papier an, wobei Papier schon meistens etwas an Forschungskraft verschwendet in dem Fall. Dann wäre noch zu erwähnen, für alle diese großen Spezialisten gilt, wie man auch rechts sehen kann, in blau dargestellt, es gibt spezielle Technologien. Wenn man diese als erste von allen erforscht, bekommt man einen von diesen großen Persönlichkeiten umsonst. Was es auch manchmal erstrebenswert macht, Technologien, die man lieber nicht so früh mitnehmen würde, wie zum Beispiel Musik, mitzunehmen, damit man diesen großen Künstler eben bekommt. Gut. Das war im Schnellabriss die großen Persönlichkeiten. Aber, ich hatte eben schon kurz erwähnt, Spezialisten könnten auch Technologie blubbern. Dazu hat jeder Spezi-Typ einen eigenen Blubberbaum. Das heißt, verschiedene Technologien, die in einer speziellen Reihenfolge angereiht sind, die er erforschen würde, wenn man ihn denn dafür nutzt. Zum Beispiel habe ich jetzt links die Liste des großen Wissenschaftlers einmal aufgeführt, weil sie am häufigsten genutzt wird. Die Liste ist relativ bunt gemischt, da kommt zum Beispiel Schrift, dann kommt aber auch schon Laser, Fiber Optics, Fusion Optics, Astronomie. Wie man schon sehen kann, die ganze Reihe ist relativ bunt gemischt. Der Trick bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir Astronomie erforschen wollen mit dem großen Wissenschaftler, müssten wir sicherstellen,
dass wir alle nötigen Vortex erforscht haben, soweit so gut. Anders kann man ja eine Technologie nicht erforschen. Aber wir müssen das so machen, dass wir vermeiden, eine Technologie, die vor Astronomie in dieser Liste ist, auch als Vorspar zu haben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel nicht Papier erforschen, weil dann wäre für uns ja auch das Bildungswesen freigeschaltet. Und Papier an sich ist ja auch schon vor Astronomie, also da muss man dann entweder ganz, ganz gezielt drauf gehen oder wirklich auch Umwege in Kauf nehmen. Es ist oder setzt ein relativ hohes Maß an Planung voraus. Ich werde es versuchen, in dem Spiel, was ich mache, deutlich zu machen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Und weil es so schön ist, können die Spezies immer noch mehr. Man kann mit ihnen nämlich noch goldene Zeitalter auslösen. Dadurch erhöht sich Kommerz, Produktivität, Geburtenrate für große Persönlichkeiten in einem kurzen Zeitraum. Das Ganze kann man noch mit dem Mausoleum von Halikarnassos verlängern. Und was noch wichtig ist, mit jedem goldenen Zeitalter, was man macht, steigt die Anzahl der erforderlichen Persönlichkeiten. Erst eins, dann zwei, dann drei, jeweils unterschiedliche große Persönlichkeiten. Nicht wundern, dass ich jetzt hier relativ nur ablese, aber der Text sagt das eigentlich wirklich schon sehr schön aus. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Wir können natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, damit auch noch Kapitalgesellschaften später gründen. Dafür muss man die Technologie Kapitalgesellschaft erforscht haben und noch jeweils eine zusätzliche Technologie, damit man sie begründen kann. Das sieht man auch unten dann immer in Grau unterlegt, zum Beispiel für Aluminium die Raketentechnik, für Serial Mills Inc. die Kühltechnik. Diese Kapitalgesellschaften bieten verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, manche geben einem eine bestimmte Ressource, wie zum Beispiel Aluminium oder Öl. Und andere, wie zum Beispiel Sitsushi, gibt einem Nahrung in allen Städten, die angeschlossen sind am Handelsnetz. Normalerweise sind die meistens genutzten Technologien Mining Inc. und Sitsushi. Ich nutze eigentlich auch ganz gerne Serial Mills statt Sitsushi Inc., weil man damit nicht so auf seine Meere achten muss und sie nicht so schützen muss mit einer Marine. Aber das hängt auch von der Nahrungslage an sich ab und auch von dem eigenen Militär und auch von der Forschung, die man hat. Und natürlich auch, ob ein Gegner schon eine von diesen Technologien oder eine dieser AGs gegründet hat. Gut. Dann kommen wir auch schon zu den Punkten, die einer SE helfen. Neben der wichtigen Nahrungslage, ich habe es ja schon mal erwähnt, deswegen nochmal, zwei Nahrung sind ein Spezi, ist eine Spezialistenwirtschaft auch von den Leader Trades abhängig. Das Beste ist natürlich in dem Fall philosophisch zu haben, plus 100% Geburtenrate, große Persönlichkeiten hilft enorm. Und auch die relativ teuren Universitäten kann man damit etwas schneller bauen, also auch das ist ein rundum glücklich Paket. Was des Weiteren natürlich eine sehr, sehr schöne Technologie ist, Trade ist, ist spirituell. Mit spirituell kann man nämlich die Anarchien umgehen, die man schon beim ersten Let's Play gesehen hat, in Kauf nehmen müsste, wenn man Staatsform wechselt, wenn man kein goldenes Zeitalter auslöst. Deswegen ist eigentlich spirituell sogar fast so wichtig wie philosophisch für mich. Was man noch dazu sagen muss. Wenn man eine Specialist Economy macht, dann belegt man auch nicht nur keine Hütten, man versucht auch meistens, bis auf in gewissen Städten, keine Wälder zu belegen, keine Minen oder anderes, sondern wirklich alles, was geht, in die Forschung reinzustecken. Und dementsprechend produziert man natürlich auch weniger. Das heißt, um das zu umgehen, müsste man dann, oder macht man das dann, dass man für 5 Runden in die Sklaverei reinwechselt, intensiv peitscht, vielleicht auch für 6, 7 Runden, je nachdem, wie man das mit den Peitschüberschüssen am besten hinkriegt, die Gebäude in die Städte reinpeitscht und dann wieder in das Kastenwesen wechselt. Dazu komme ich später noch bei den Staatsformen. Auf jeden Fall ist deswegen spirituell noch mächtiger, als es eigentlich schon ist.
Gut. Als nächster Trade, der gut ist für eine Specialist Economy, ist der Trade Kreativ. Die zwei Kulturen in allen Städten ist nur ein netter Bonus ganz am Anfang, damit man nicht noch extra etwas Kultur oder Produktion investieren muss für das Fat Cross. Aber das wirklich Wichtige daran ist, dass es die doppelte Produktionsgeschwindigkeit für die Bibliothek gibt. Bibliotheken sind die ersten Möglichkeiten, Spezies einzustellen. Und wenn man die natürlich doppelt schnell bauen kann, peitschen kann, wie auch immer, ist es natürlich stark von Vorteil und die Specialist Economy kommt etwas schneller aus dem Pushen. Als letzter Trade, der noch ganz nett und erwähnenswert ist, ist der Trade Industriell. Er gibt einem plus 50% Wunderproduktion, das ist natürlich sehr nett, da jedes Wunder auch einen speziellen Anteil an Geburtenrate für große Persönlichkeiten bietet. Doppelte Produktionsgeschwindigkeit von Schmieden, die sowieso in vielen Städten gehören, ist sowieso immer erstrebenswert. Ein Trade, den ich jetzt hier nicht extra aufgeführt habe, den ich aber trotzdem erwähnen möchte, ist der Trade Imperialistisch, den finde ich auch sehr nett, weil Imperialistisch beschleunigt um, ich glaube es war 100% oder 50%, bin ich mir ganz sicher, die Baugeschwindigkeit von Siedlern. Und ich hatte ja schon erwähnt, man versucht alles, was geht, in Spezies reinzustecken und versucht auch so wenig wie möglich an Minen zu belegen. So kann man sich aber eine Stadt mit hoher Produktion abstellen, die auch mit Imperialistisch sehr schnell die Siedler baut, damit wir auch nicht von den Gegnern zugesiedelt werden. So kann man immer noch ein bisschen gegenhalten und relativ schnell auch selbst die wichtigen Städte setzen. Dementsprechend werde ich jetzt auch ein paar Leader vorstellen, die ich für ganz gut halte bei einer Specialist Economy. Eigentlich eher ein Außenseiter ist, wenn man so will, Augustus Caesar. Er ist imperialistisch industriell, das heißt, er kann gut Wunder bauen und er kann auch trotzdem noch die Städte rechtzeitig setzen mit imperialistisch, wenn das Umland es denn zulässt. Was noch dazu kommt ist, er hat mit dem Forum seiner einzigartigen Gebäude nochmal 25% auf die Geburtenrate großer Persönlichkeiten. Das Forum ersetzt den Markt und Märkte gehören sowieso in viele Städte allein schon für das Happy Cap. Von daher ist das eigentlich eine sehr nette Kombination, wenn auch eher der Underdog unter den Leadern. Ein weiterer Leader, den ich sehr nett finde, ist Süleyman I. vom Osmanischen Reich. Sein Unique Building, also einzigartiges Gebäude und Unique Unit stechen jetzt nicht so unbedingt hervor. Die sind ganz nett, kann man ganz gut gebrauchen. Aber die Kombination philosophisch, habe ich schon erwähnt, philosophisch ist eigentlich immer erstklassig für eine Specialist Economy. Und imperialistisch hilft eigentlich auch. Und ich habe eigentlich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mit ihm als Leader gemacht. Als nächstes haben wir natürlich noch den Schnellstarter, wenn man so will, Perikles. Er ist kreativ, hat schnell sein Fat Cross in den Städten und ist philosophisch und kann so mit den frühen Bissis, die er in die Bibliotheken stellen kann, auch schnell die ersten großen Persönlichkeiten ausspucken. Also er ist definitiv einer der besten Leader, wie ich persönlich finde, um eine Specialist Economy zu machen. Hatshepsut ist wieder einer der Außenseiter, aber bei ihr ist halt die Trade-Kombination spirituell für keine Anarchie und kreativ für frühe Bibliotheken auch sehr nett und sehr brauchbar. Ein Leader, den ich persönlich nicht so bevorzuge, aber der an sich nicht schlecht ist, ist Friedrich. Philosophisch hilft wie immer auch bei dem Deutschen und organisiert ist ganz nett für die vielen Gebäude, die man damit verbilligt kriegt und auf höheren Schwierigkeitsgraden hilft es auch die Expansion etwas kostentechnisch einzudämmen, was ja sonst relativ teuer sein kann, so ab Unsterblicher aufwärts. Eigentlich ein Unding, wenn man so will, als Kombination ist die englische Königin Elizabeth, philosophisch-finanziell. Zwei Sachen, die sich widersprechen. Das eine möchte gerne Hütten belegen, das andere will lieber Spezies einstellen.
Aber man kann natürlich auch einen Mix aus beidem spielen, dass man in manchen Städten, die richtig nahrungsreich sind, ganz viele Spezies einstellt und natürlich in dem Gros der Städte trotzdem Hütten belegt. Was natürlich dann immer auch ein relativ schwerer Punkt ist, weil man natürlich nicht in diesen Städten unterschiedliche Staatsformen haben kann, aber für, wenn man sich da auf einen gewissen Schwerpunkt einigen kann, ist Elizabeth durchaus brauchbar als Leaderin für eine Specialist Economy. Mein persönlicher Favorit ist Mahatma Gandhi. Er ist spirituell, philosophisch, das heißt die Kombination, die ich eigentlich am liebsten habe. Ich persönlich hasse Anarchie, mit spirituell kann ich immer wieder wechseln, wann ich lustig bin. Natürlich immer mit diesen 5 Runden Wartezeit, die man noch braucht, bis man eventuell später Christo Redentor gebaut hat. Und philosophisch. Das heißt, eigentlich ist er das Rundum-Sorglos-Paket. Mit ihm habe ich eigentlich auch fast nur Siege erlangt, wenn ich eine Specialist Economy gemacht habe. Ich weiß nicht, mag auch meine persönliche Affinität für diesen Leader widerspiegeln. Natürlich geben nicht nur Spezialisten die großen Persönlichkeitenpunkte, sondern in diesem Fall auch Weltwunder. Dazu habe ich von Sifiki mal die nettesten und wichtigsten Weltwunder rausgegriffen, die ich persönlich erachte. Das erste sind die Pyramiden. Man kann auch links unten sehen. Die Pyramiden geben plus 2 große Ingenieurspunkte. Das heißt, man sieht schon, Pyramiden und andere Weltwunder sind zwar dauerhaft vorhanden, geben aber allgemein etwas weniger Geburtenrate. Weil allein schon ein Wissenschaftler, ein Wissi, würde mir plus 3 geben. Wenn man 2 einstellen würde, wie die Bibliothek es zulässt, sogar plus 6. Das heißt, man sieht schon, Pyramiden und Weltwunder immer da, geben etwas weniger. Spezies muss man extra einstellen, geben etwas mehr. Aber gehen wir jetzt erstmal auf das Weltwunder an sich ein, nämlich die Pyramiden. Die sind eigentlich mit das essentiellste Weltwunder. Sie geben einem nämlich, oder sie gibt einem die Möglichkeit, alle Regierungsstaatsformen anzunehmen. In dem Fall die Repräsentation ist sehr wichtig. Und, habe ich auch nochmal kurz für erwähnenswert gehalten, man kann damit auch einen reinen Pool für Ingenieure am Anfang versuchen zu erzeugen. Mit noch einer Schmiede oder noch einem anderen Weltwunder ist das sehr nett. Ein weiteres Weltwunder, was man bauen kann, ich persönlich finde nicht ganz so toll halte, aber nichtsdestotrotz erwähnenswert, ist der Artemis-Tempel. Die Erträge durch die Handelswege sind relativ egal. Das Besondere an ihm ist, er gibt die plus 2 großen Persönlichkeitenpunkte auf den großen Händler, wie man oben sehen kann. Und extra nochmal dazu einen freien Priester in der Stadt. Das heißt, alleine schon durch dieses Weltwunder hat man plus 5 Punkte auf große Persönlichkeiten in dieser Stadt. Die Handelswege kann man nebenbei noch mitnehmen, die sind ganz nett, aber auch nichts Weltbewegendes. Eine weitere Technologie, die sehr gut ist, ist das Orakel. Weltwunder sehr gut ist das Orakel. Mit ihm kann man nämlich eine freie Technologie erzeugen, wenn man es als erstes baut. Da sind zum Beispiel Technologien wie Gesetzgebung dabei, für Kastenwesen, Ästhetik, damit man als erster auch bei der großen Bibliothek, dem Parthenon und ähnlichem ist. Vielleicht auch Monarchie, damit man eine gewisse Zufriedenheit erzeugen kann. Oder auch Metallguss, wenn man schnell auf Schmieden und vielleicht auch den Ingenieur, den man sich ranzüchten will, gehen will. Ein weiteres Gutswunder ist die große Bibliothek. Sie hat neben den eigenen Punkten, nämlich 2 auf Wissenschaftler, noch extra 2 freie Wissenschaftler in der Stadt. Das heißt, sie erzeugt alleine schon plus 8 Punkte für große Persönlichkeiten. Und je nachdem, wie man es angeht, kommt man auch relativ schnell zu hin. Man kann sie zum Beispiel auch schon um 500 vor Christus stehen haben. Je nachdem, wie man darauf zutackt und auch vorbereitet. Dann als nächstes gibt es noch das Weltwunder Parthenon. Bei dem Parthenon ist das Wichtige, er gibt plus 50% Geburtenrate großen Persönlichkeiten in allen Städten.
Also quasi nochmal ein nettes Paket. Wichtig zu erwähnen, natürlich, mit philosophisch zusammen kommt man schon auf 150% durch diese beiden Sachen. Das ist natürlich schon viel mehr als ein normaler Spieler oder Anführer erzeugen könnte. Im Late Game gibt es dann, oder im Mid- bis Late Game gibt es noch die Freiheitsstatue. Man kann natürlich relativ direkt darauf zutecken, aber sie ist auch relativ teuer zu bauen. Deswegen muss man da auch immer versuchen, einen gewissen Kompromiss zu finden. Der Vorteil natürlich ist, man kriegt einen freien Spezialisten in allen Städten des Kontinentes. Das heißt, man kann sich dann aussuchen, je nachdem, welche Gebäude und Staatsform man hat, was für ein Wissenschaftler, was für ein Händler oder ob man ein Spion oder was auch immer man möchte, in diesen jeweiligen Städten einstellen möchte. Von daher, je nachdem, wie groß auch der Kontinent ist, ein sehr mächtiges Wunder. Die Sixtinische Kapelle eigentlich nicht so besonders meines Erachtens nach, aber sie bietet diverse Vorteile. Erstens, man braucht dafür Musik. Wenn man schnell bei Musik ist, kann man auch noch den Künstler abgreifen für ein goldenes Zeitalter eventuell. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man schon bei Ästhetik-Literatur ist, ist es der Schritt bis zur Musik nur noch ein relativ kleiner. Ansonsten kann man schon sehen, gibt es noch einen Bonus von plus 2 Kultur auf jeden Spezialisten in allen Städten. Das heißt, es ist wirklich nur ein Wunder, was man bauen sollte, weil man es kann. Nichts wirklich Wichtiges. Gut, Angkor Wat wiederum ist ein Wunder, was ich nur empfehlen kann, denn mit diesem Wunder sieht man schon unten als Eigenschaft, man kriegt plus einen Hammer auf jeden eingestellten Priester und man kann 3 Bürger als Priester einstellen. Das ist eigentlich schon eine nette Kombination und damit werden die Priester, jetzt muss man noch mal kurz die Werte vom Anfang in Erinnerung rufen, stärker wie Ingenieure. Sie geben so viel Hämmer wie ein Ingenieur und erzeugen dazu hinaus noch Kommerz für die betreffenden Städte, wo man sie einstellt. Also Angkor Wat ist ein durchaus nettes Weltwunder, was ich als Teil der Specialist Economy nur hervorheben kann. Ein weiteres Wunder, was nett ist, ist die Shwedagon-Pagode. Sie ermöglicht einem nämlich alle Religionsstaatsformen und da hervorzuheben natürlich organisierte Religion und vor allen Dingen den Pazifismus. Warum das so wichtig und stark sein kann, komme ich noch darauf zu sprechen. Man muss natürlich auch gucken, bei einer Specialist Economy versucht man meistens auch als erster bei Liberalismus zu sein. Das heißt, man hat automatisch auch Philosophie dabei, deswegen ist es nicht das wichtigste Weltwunder. Aber je nachdem, was für ein Tech-Weg einem vorschwebt, kann es doch wichtig werden. Damit haben wir die Weltwunder erstmal grob abgehandelt und wir kommen zu den nationalen Wundern. Das Wichtigste da ist wohl der Nationalepos. Er gibt einem plus 100% Geburtenrate auf große Persönlichkeiten. Gibt es nichts großartig sonst zu sagen, außer sehr schön und gehört in die nahrungsreichste Stadt. Ein weiteres Wunder ist der Nationalpark. Er kommt erst relativ spät. Erst ab wissenschaftlicher Methode kann man auch Forschungsgebiete bauen und erst ab Biologie den Nationalpark. Das heißt, erst im Late Game kommt das so zum Tragen. Deswegen ist das meistens auch eine Stadt, die man sich irgendwo in der Tundra aufgehoben hat mit viel Wald, wo man dann für jedes Aufforstungsgebiet im Stadtradius einen Spezialisten einstellen kann. Das ist schon ganz nett, wenn man dann ab Biologie zum Beispiel eine Stadt hat, die zwischen 14 und 15 Spezies nochmal extra einstellen kann. Das kann enorm helfen, um im Late Game nochmal konkurrenzfähig zu bleiben. Als weiteres wären noch zu erwähnen die Wunder Oxford Universität und Wall Street. Oxford ist gerade wichtig im Blick auf die Forschung. Man muss da nämlich mehrere Sachen betrachten. Kumuliert Bibliotheken, Observatorien, Universitäten und die Universität von Oxford.
wenn man das Ganze kumuliert, vielleicht später sogar noch das Labor dazu, kann man noch mit der Akademie, die man auch noch mit großen Wissenschaftlern machen kann, den Wert eines einzelnen Wissenschaftlers wirklich enorm erhöhen, dadurch, wenn wir ihn angesiedelt haben oder halt die normalen Wissis eingestellt haben. Und eigentlich auch nur durch diese Kumulierung von diesen verschiedenen Effekten sind Spezies im Late Game überhaupt noch konkurrenzfähig. Ähnliches gilt auch für die Wall Street, nur dass die Wall Street natürlich in dem Fall entweder auf Händler gilt oder vielleicht auch auf Hüttenkommerz. Die beiden Wunder waren mir noch erwähnenswert, aber vor allem die Oxford-Uni ist essentiell eigentlich. Kommen wir zu den Staatsformen. In diesem Baukastensystem der Staatsform habe ich mal die wichtigen jeweils hervorgehoben. Bei den Regierungsstaatsformen ist eigentlich die beste logischerweise die Repräsentation. Sie gibt nochmal +3 Forschung für jeden Spezialisten. Und der Happiness Boost in den größten Städten ist auch nett. Ansonsten gibt es hier eigentlich auch keine richtige Alternative und deswegen ist auch das Weltwunder Pyramiden so mächtig, damit man das schon so früh machen kann. Ansonsten müsste man erst Verfassung decken und die hat man meistens erst recht spät. Bei der nächsten Übersicht muss man wiederum gucken. Die Bürokratie an sich ist nicht unbedingt die perfekte Staatsform, weil man muss darauf achten, es hört sich natürlich erstmal nett an, +50% Hämmer und +50% Kommerz in der Hauptstadt, das klingt ja gut. Aber man darf nicht vergessen, es ist +50% auf den Basiskommerz. Das heißt, eingestellte Händler wirken zum Beispiel nicht auf diese 50%. Was das Ganze wieder etwas relativiert. Was man natürlich nicht verachten darf, ist die Hämmer. Damit kann man wiederum Weltwunder bauen und in einer Stadt, bevorzugterweise logischerweise die Hauptstadt, auch einen relativ großen Pool an Weltwundern sich zusammenbasteln. Ansonsten essentiell ist hier wieder die nationale Selbstständigkeit, um den Mangel an Produktion innerhalb von wenigen Runden wieder gut zu machen und sich eine Armee zusammenzustellen, meistens Schützen. Bei der nächsten Staatsform, den Arbeitsstaatsformen, sind wir wieder relativ eindeutig. Das Kastensystem oder das Kastenwesen ist das eindeutig Beste. Man kann unbegrenzt Künstler, Wissenschaftler und Händler einstellen. Das heißt jetzt nicht, dass man einfach wie wild drauf los unendlich viel einstellen kann, sondern man muss natürlich auch wieder die Nahrung haben, um dieses zu tun. Nur, dass dadurch die Voraussetzung von Gebäuden entfällt. Das ist aber auch schon enorm wichtig und ist ab der Technologiegesetzgebung verfügbar. Das heißt, man kann es, wenn man normal taggt, auch schon mit Orakel erreichen. Wie schon erwähnt, oben drüber sieht man noch als zweites die Sklaverei. Die benötigt man dann immer in regelmäßigen Abständen, damit man auch die Gebäude relativ zeitig hinstellen kann. Bei den Ökonomiestaatsformen muss man wiederum unterscheiden. Wenn man wirklich eine Spezialistenwirtschaft machen will, ist eigentlich Merkantilismus das Beste, was man machen kann. Gibt einem einen freien Spezialisten pro Stadt. Wieder nur die Möglichkeit, ihn einzustellen. Man braucht wieder die Gebäude oder die Staatsform, Kastenwesen, um sie tatsächlich einzustellen. Dafür hat man natürlich keine Handelsverbindung ins Ausland. Das ist natürlich etwas doof. Aber gerade wenn man isoliert ist, ist es gut und man darf auch nicht vergessen, viele KI haben im Mittelalter auch den Merkantilismus angenommen. Das heißt, sie können gar keine Handelswege zu uns haben. Da macht es dann keinen Unterschied, ob man das versucht oder nicht. Wenn allerdings die ganzen KIs, vor allen Dingen die Übersee-KIs, Handelswege offen haben, ist die freie Marktwirtschaft an sich besser. Muss man ganz ehrlich zugeben.
Bei den Religionsstaatsformen ist Pazifismus das eindeutig Beste. Kann man relativ früh erreichen, entweder durch die Shreddergon-Pagode oder auch durch ein relativ frühes Tacken auf Philosophie oder halt auch grob die Richtung Liberalismus. Da liegt das ja mit auf dem Weg. Was man noch erwähnen sollte, ist natürlich der kleine Nachteil dabei. Man kriegt einen Aufschlag von plus 1 Gold pro laufende Militäreinheit, also pro Einheit, die man erzeugt hat. Dafür hat man allerdings auch keine Staatsform kosten. Also an sich kein schlechter Deal. Aber später kann auch Religionsfreiheit sinnvoll sein, allein schon um diplomäßig sich abzusichern. Als Zusammenfassung habe ich nochmal einen kleinen Chart erstellt. Da unten ist leider nicht mehr alles genau zu lesen. Das erste soll Start heißen, dann Early Game, Mid Game und Late Game. Das blaue ist die Specialist Economy. Sie kommt etwas schneller aus dem Pushen, das hängt natürlich auch noch vom Leader ab, ob man kreativ ist und wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie eine relativ hohe Forschungsleistung am Start. Im Early Game springt sie noch etwas weiter davon, während dann die Kurve sich langsam abflacht. Man bekommt zwar noch etwas mehr Städte, noch etwas mehr Nahrung, vielleicht auch noch Biologie und öffentliche Verwaltung, um noch etwas mehr Nahrung zu erzeugen, aber im Endeffekt ist die Kurve dann etwas flacher. Wohingegen die Cottage Economy relativ schwach anfängt. Wie gesagt, ein Hütte hat einen Basiskommerz von nur 1, wenn da nichts anderes ist. Aber sie wächst, sie wächst, sie wächst, und man hat natürlich auch Kommerzmodifikatoren dabei, wie zum Beispiel den Markt, Krämer und anderes. Und auch später kommen noch Staatsformen wie Meinungsfreiheit und anderes zum Tragen, sodass die Hüttenwirtschaft an sich zumindest in der Meinung der meisten etwas besser rauskommt am Ende. Gut, das wäre eigentlich auch ein kurzer Ausflug jetzt in die Theorie zur Specialist Economy meinerseits gewesen. Allgemein bleibt noch zu sagen, das Ganze natürlich vom Land, Ressourcen, Leadern und Gegnern abhängig, aber sie ist durchaus effektiv, das versuche ich auch in dem nächsten Let's Play zu zeigen. Ich habe jetzt relativ viel Theorie vorweggeschickt. Ich hoffe, es war nicht zu viel und man konnte mich halbwegs verstehen und nachvollziehen, worauf ich hinaus wollte. Und dann hoffe ich eigentlich auch, dass ihr mir auch im nächsten Let's Play treu bleibt. Zum Abschluss möchte ich dann nur noch den folgenden Personen und Institutionen danken. Das könnt ihr euch dann ja selber durchlesen. Und ich möchte euch, also den YouTube-Abonnenten und auch den Mitlesern, nochmal danken für jeden Kommentar, den ihr stellt. Er steigert auf jeden Fall die Motivation, das Ganze zu machen. Dann bis denn und man sieht sich beim nächsten Let's Play.